Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Auch am dritten Tag zum Unboxing unseres Beware 13 Day Spooky Countdown Kalenders von Funko. Wir haben hier Pocket Pop Figuren drin. Am ersten Tag hatten wir hier Freddy Nightmare. Am zweiten Tag Lydia aus Beetlejuice im Brautkleid. Ein absolutes Fail. Ich bin gespannt, was uns hier heute am dritten Tag hinter diesem schaurigen Türchen erwartet. Ich hoffe, es geht ein bisschen besser weiter als mit Lydia. Ja, lasst uns schauen, was finden wir an diesem wunderbaren, verfluchten dritten Tag in diesem blutig roten Tütchen. Und wie gewohnt natürlich auch heute der aus dem Grab entstiegenen gute Max wieder dabei, der mir hier hilft, durch diese schaurigen 13 Tage zu kommen. Was haben wir hier heute in diesem Tütchen drin? Kriege ich das so auf? Ja, kriege ich so auf. Und wir haben hier... Nein! Ja! Jubel, Jubel, Freu, Freu! Freunde, das hier ist der Grund, warum ich mir diesen Kalender tatsächlich letztendlich gekauft habe. Ja, zudem, dass er mittlerweile nur noch um die 20 Euro kostet. Wir haben hier Jack Torrance, Freunde. Jack Torrance aus Shining, gedreht von Stanley Kubrick nach einem Roman von Stephen King. Und der gute Jack Torrance wurde grandios, genial gespielt von Jack Nicholson. Der Film ist von 1980. Mein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten. Jack Nicholson, grandioser Schauspieler und sowohl bei Einer Flug übers Kuckucksnest als auch bei Shining definitiv mit einer seiner absolut besten Schauspielleistungen ever. Und genauso möchte ich hier auch mal den Synchronsprecher von damals loben. Nicholson hatte damals noch einen anderen Synchronsprecher. Eine großartige Leistung. Also The Shining kann ich immer und immer wieder 24/7 anschauen. Die ganze Atmosphäre, die Stimmung, die Schauspieler. Ja, mit der einen oder anderen war es anscheinend ein bisschen schwierig, aber grandios. Absoluter Höhepunkt, Lieblingsszene für mich immer, ich sag nur die Treppe. Wendy. Und das kommt für mich noch vor der Badezimmertür-Szene, ne? Ach, großartig. Wunderbare kleine Pocket-Figur. Ich habe ihn auch in groß da, den schauen wir uns auch noch an. Mit seiner kleinen schnuckeligen Axt. Etwas Erdbeermarmelade dran, genau wie hier oben, ne? Hat es ein bisschen verspritzt beim Frühstücken. Die Augen, ein Träumchen. Guckt euch an. Super, also auch die Minifigur haben sie echt klasse umgesetzt. Ich sag ja, also das ist jetzt schon mein absolutes Highlight. Jeder hat natürlich seinen Liebling im Horrorgenre. Jack Torrance ist definitiv meiner. Denn nix, wirklich nix ist abgründiger als die menschliche Psyche. Okay, wir haben hier natürlich ein helles Rosa als Grundfarbe von dem schnuckeligen Köpfchen. Um die Augen rum haben sie noch ein bisschen dunkleres Rosa gesprüht. Er hat auch Augenringe drunter, ganz fein angedeutetes Näschen. Die Augenbrauen, die charakteristischen Augenbrauen. Dann hier, ne, ein bisschen Erdbeermarmelade. Und auch die Haare haben sie hier klasse gemacht. Die gefallen mir gut. Ist natürlich alles sehr, sehr einfach gearbeitet. Aber es ist passend und ich finde, sie haben ihn auch wirklich gut getroffen. Du siehst ihn und weißt es. Here's Johnny! Auch die Weste, die er hier anhatte, so sieht das Ganze hier aus. Eine blaue Jeans, ihr seht hier sogar noch die Jeans-Taschen hinten, das ist ja der Hammer. Auch die Streifen auf seinem kleinen Jäckchen hier, unten abgesetzt durch ein Gummi, super umgesetzt. Das blaue Hemd guckt hier ein bisschen drunter raus. Auch die Axt haben sie extra bemalt, die Hände. Hinten das Metall angedeutet, also sau cool gemacht. Die Schuhe haben sie in der gleichen Farbe wie die Axt bemalt. Und Jack kann nicht stehen, aber auf dem Kopf kann er stehen. Sehr schön. Nee, muss man ein bisschen verbiegen. Das Gummi hat es etwas
nach hinten gedreht, ja. Jetzt kann er stehen. Seht ihr das? Wunderbar. So, und Jack Torrance hat hier eine Größe von circa 4 cm. Das ist echt nett gemacht. Goldige Details, auch sauber verarbeitet. Da kann man überhaupt nicht meckern. Ich freue mich megamäßig und werde ihn natürlich auch noch entsprechend mit der großen Figur von Funko vergleichen. Falls euch das gefällt, es gibt ihn natürlich auch noch in der erfrorenen Umsetzung. Ja, die gleiche Figur, leider nicht sitzend, sondern auch stehend, nur halt in Blau. Die ist begehrter als diese Ausführung, wobei ich die nicht unbedingt brauche. Das hier finde ich großartig. Ja, bin gespannt, was der gute Max dazu sagt. Gefällt es ihm oder schüttelt er einfach nur den Kopf und sagt, was hat denn das mit Horror zu tun? Naja, es hat ein paar creepy Momente, aber wie schon gesagt, niemand kann den Film zu 100% interpretieren. The Shining, die Originalverfilmung von Stanley Kubrick von 1980. Für mich einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme bis heute. Und ich glaube, ich werde mir den jetzt gleich nochmal angucken zum 500.000. Mal. Damit gebe ich ab an Max. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten verfrühten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen. Euer Redrem. 1 Jack Torrance ist der nächste. Ja, über den freue ich mich natürlich sehr. Auch eine Horror-Ikone, die meines Erachtens viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Jack Nicholson als Jack Torrance, ne, also ja, klasse. Super gemacht, auch mit den Blutspritzern auf der Stirn, ja, sehr klasse. Die blutige Axt, auch die Schuhe, das Profil der Schuhe unten bemalt. Ja, ich weiß nicht, ob es das Profil sein soll oder ob es Schmutz ist, aber auf jeden Fall haben sie sich da auch Mühe gegeben, dieses kleine Detail da noch mit einzubauen. Die Weste sieht toll aus. Er hat diese eingefallenen, leicht blutunterlaufenden Augen, ja, klasse, also super. Richtig, richtig gut. Klasse Figur. Gefällt mir bisher am besten. Also das ist definitiv bisher mein Favorit. Ich freue mich immer, wenn ich Jack Torrance irgendwo in irgendeiner Form sehe, weil der halt wirklich zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, finde ich. Also klasse. Super gemacht. Ja, sehr ausdrucksstarke Figur. Auch diese fettigen Haare, ja, auch die haben sie klasse hingekriegt. Der Typ sieht fertig aus, ja. Genauso wie er zu dem Zeitpunkt halt auch aussehen sollte. Völlig im Wahn, fertig, ja, und einfach nur brandgefährlich. Also richtig gut für so eine kleine Figur, da so viel Charakter reinzubauen. Super, top. Beste Figur bisher. Ich bin begeistert.